Hey Leute, ich sitze hier gerade bei Erik und lerne für meine Gishi-Klausur morgen. Ja, I don't want this. 4 Stunden Gishi-Klausur. Nope, 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 nope. Ich will das nicht machen, aber ich muss und ich habe so viel zu tun. Oh mein Gott, wo ist mein Buch? Ah, hier. Ich habe mir hier einfach mal so grob Seiten markiert, mit denen ich lernen muss. Es ist so viel. I don't want this. Mein Vater ist gerade voll am Verzweifeln. Er ist hier drinne, da drinne und kommt nicht mehr raus. Weil die Tür nicht aufgeht. Jetzt steht er da und muss warten, bis einer kommt und ihm die Tür aufmacht. Ich habe heute wieder einen Auftritt mit der Band, in der ich spiele. Das ist der vorletzte dieses Jahr und bin jetzt gerade unterwegs und es findet draußen statt. Das heißt, ich werde mir sowas von den Arsch abfrieren, aber wird schon schief gehen, würde ich sagen. Wieder zu Hause. Der Auftritt war ganz gelungen. Ich meine, ihr habt ja auch Teile davon gesehen. Es hat Spaß gemacht, wie immer, ne? Jetzt werde ich gleich von Erik abgeholt. Wir sind heute Abend bei ihm und da kriegen wir wahrscheinlich noch Besuch von, auf jeden Fall von Lena und vielleicht noch von einem anderen Freund und mal gucken, was wir sonst noch so machen. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy. Was? Ernsthaft? Ja! Wie viel hast du davon jetzt gesucht? Gesucht? Oder geholt? Eins! Wieso? Wieso nicht? Also, okay, man sieht mich kaum, aber wir waren gerade jetzt noch bis eben bei Erik. Und jetzt fahren wir spontan, wie wir sind, zum Frankfurter Flughafen. Und ja, was wir dort genau vorhaben, weiß ich noch nicht, aber oh, lustig wird's sicherlich. Kleine Zwischenmeldung. Wir sind inzwischen so weit, dass wir bei Terminal 2 geparkt haben, uns dort Kaffee geholt haben, dann zu Terminal 1 gefahren sind und jetzt irgendwie durch hier dieses Einkaufszentrum, was hier ist, gelaufen sind und jetzt, ja, stehen wir hier und wissen noch nicht so ganz, was wir machen wollen. Ich will die ganze Zeit die anderen überreden, mich auf den Gepäckwagen zu schieben, aber sie wollen nicht, weil sie langweilig sind.